Am 7. April übergab Justizministerin Kathi Hoffmeister einen Zuwendungsbescheid an den Landesverband der jüdischen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern. Mit insgesamt 11.000 Euro werden zwei Konzerte im Rahmen des Festjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland unterstützt. Jüdisches Leben ist ein Teil auch in Mecklenburg-Vorpommern und es ist besonders wichtig, das in diesem Jahr, nämlich 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, auch sichtbar zu machen. Und die Sichtbarkeit braucht eben auch finanzielle Unterstützung. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns dafür eingesetzt haben, dass alle Projekte wenigstens einen Teil mitfinanziert bekommen. Und so hat sich die Landesregierung entschieden, hier für dieses Projekt zwei Konzerte zu unterstützen, einmal mit 4 und einmal mit 7.000 Euro. Zu den Konzerthighlights gehört das Ensemble Ginsburg Dynastie. Das ist eine traditionelle Gruppe aus, die Leute leben jetzt in Deutschland. Und die Geschichte dieser Gruppe ist sehr, sehr, sehr interessant. Und sie präsentieren Klezmermusik. Was bedeutet Klezmermusik für Juden? Das ist ein Teil jüdischer Seele. Das zweite Konzerthighlight wird im Schloss Innenhof des Landtages mit dem Bundesjazzorchester unter dem Titel Klingende Utopien stattfinden. Aufgrund der Corona-Regelungen wird die Personenanzahl dem Landesrabbiner Juri Kanikow zufolge für die Konzerte begrenzt. Das natürlich wird Eintrittskarte sein, um die Personenzahl zu begrenzen. Leider, wir wissen, da gibt es Maßnahmen von der Abstand und so weiter. Aber das wird kostenlos von den Bürgern und jetzt unser Staat. Und das ist ganz wichtig, dass jeder kann kommen, egal welchen Kommen man hat. Und dann natürlich brauchen wir Unterstützung seitens des Landes. Valerie Bunimov möchte das Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland einem breiten Spektrum der Gesellschaft näher bringen.